Jo Freunde, ihr fliegt Motorsportunterhaltung, seid ihr grüßt heute hier im gediegenen Ründchen Daily Race auf Dragon Trail. Unterwegs in Gruppe 4 Kisten, wir fahren hier in Audi TT, anscheinend auch sehr beliebt die Karre hier. Fahren relativ viele. Und ja, schauen wir mal, was hier so abgeht. Hoffen natürlich, dass wir alle fair fahren. Audi TT finde so eigentlich einer der einfachst zu fahrenden Autos, deutsche Sprache, Schwersprache. Auch Fronttriebler, sehr einstiegsfreundlich oder einsteigerfreundlich. Let's go, voll, voll. Schauen wir, was hier so abgeht. Vor uns hier der Juba mit dem Lambo, der anscheinend auch nicht so schlecht ist hier, wenn ich mir das Zeitentableau so anschaue. Gehen wir doch erstmal hier ganz geschmeidig innen vorbei. Wahrscheinlich hier direkt kontern wird mit seinem Allrad. Gelingt ihm nicht ganz. Jetzt kommen nämlich die Frontantriebpower auf der Geraden. Ah, der Lambo geht auch nicht schlecht. Ja, da musst du dich wieder hinten einreihen. Iggy? Nein, hat nix. Chicane of Death. Überlebt. Hatte ich schon dezentes Untersteuer, hätte mich fast weggehauen. Diggi, hier gibt's kein Preis, du musst dir nicht mehr wie geistesgestört und zumachen. Ich kenne doch meine Pappenheimer hier. So, kannst du kontern, ist alles gut. Obwohl auf der Geraden müsste eigentlich der Audi relativ stark sein. Nichts mit kontern. Er wird in zugemacht. So, jetzt haben wir für den Zug. Kriegen wir hinten, glaube ich, ein Bett. Ne, ist aber noch irgendwie. Ja, alle fallen jetzt über den Audi hierher. So, hier den Bremspunkt nicht verpassen. Steckt da sogar zurück, Kollege. Sehr ehrenwert. Und ja, voll aufs Gas. Let's go. Ach Mann, ey. Ja, perfekt. Hätte er die Strafe nicht 2 Meter vorher absetzen können, wäre er geghostet, mal alle durchfahren können. Nein, Mailwitch hatten ruhig, Bruder. Ruhig. Ruhig. Beschädigt. Ja, also man kann es auch übertreiben, ey, ohne Witz. Da riecht wieder jemand das Preisgeld. Er fährt mit. Das ist unfassbar. Ohne Worte. Scheiß Schneckenfresser, ey. Froschschenkel mit Knoblauchsoße. Tat ihm anscheinend nicht so gut. Muss da sauer aufstoßen. Nein, bitte. Bitte. Mann, was? Ey. Solchen. Junge, was machst du hier, ey? Solche Leute. Einfach. Ja, und dann jetzt sticht er innen rein, oder was? Du kleiner, hässlicher Lutscher, ey. Macht mich das schon wieder sauer. Solche. Er fährt die ganze Zeit. Er hat da wieder nichts besser. Dann drück die Starttaste und ghoste wenigstens, ey. Wenn du gerade AFK bist oder was auch immer du da machst, ey. Sorry, dass ich so schon wieder so leicht angefressen bin, aber die Rennen zuvor liefen auch wieder eher semi. Kann man denn nur so abfacken, ey? Das ist so unnötig. Was hat er davon? Meine Fresse, ey. Bitte mir nicht hinten auf die Ecke fahren. Junge, ey. Kannst doch übertreiben, ey, ohne Witz. Kann ich auch euch vor die Karre fahren? Gar kein Problem, solche Idioten, ey. Meine Fresse, ey. So sauer, ey. Ja, was habt ihr jetzt davon gehört? Nichts. Kann man doch einfach auch mal zurückstecken. Muss ich doch hier nicht unnötig das Leben selber schon mal gegenseitig schwer machen.
sind sie weg. Einfach weg. Rückspiegel. Die ganze Zeit gehen sie halt auf den Sack und dann. Da muss ich noch ein bisschen der Linie feilen, das war jetzt echt schlecht. Da ist er ja so viel besser rumgekommen. Krass. Gut zu wissen, dass ich die Kurve anscheinend richtig schlecht nehme. Ist ja der Froschenkelfresser. Ja, da hat er Millimeterarbeit mit der Bande. Ja, die bessere Linie gehabt, der Kollege. Hier bin ich mir auch noch nicht so sicher, wie man das mit dem Fronttriebler am besten löst, aber da. Schon direkt im dritten raus beschleunigt oder erstmal noch im zweiten? I don't know. Wieso bremst der hier? Jetzt fehlt mir der Speed. Perfekt. Heißt es. Schönes Manöver. Boah, das wird richtig knapp. Nein, und ich habe mich verschalten. Ich wollte den Gang richtig ausdrehen. Fuck. Ja, schade. Aber schön nebeneinander durch die Kurve. Hat Spaß gemacht. Ja, würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Macht's gut, haut rein. Ciao.